Moin, ihr Lauser! Und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie und meine Fresse ist arschkalt geworden. Gut, wer mich hier bei Instagram verfolgt, weiß, was am Wochenende los war. Der Frost sitzt mir da immer noch in den Knochen. Ich bin immer noch fix und fertig. Also, wo ich die letzten Folgen da gejammert habe, so dass so 2 Tage Festival am Stück für mich schon so viel sind. Ja, Sonntag hat's mich da echt da nur noch im Bett gelegen und ich war 20 Uhr abends immer noch eiskalt. Ja, worum ging's? Es war mal wieder an der Zeit. Wer meine Metal 1 Kolumne verfolgt hat da früher, ich bin auch das ein oder andere Mal mit meinem Kollegen in den Wald gegangen und haben dort genächtigt. Und das haben wir dieses Wochenende auch wieder gemacht. Ja, und das Vorhaben war, bei den minus 8 Grad die Nacht durchzuhalten. Mal Tee trinken hier. Jetzt, wo es so richtig kalt wird, ne, da kommen mir wieder die Ideen für Listen. So für Black-Metal-Listen. Ich habe lange Zeit jetzt, glaube ich, gar nicht so groß über Black-Metal gesprochen. Ich hatte so von Anfang an immer die Sorge, da, weil Black-Metal halt so mein Steckenpferd ist, dass ich jetzt hier bei Krachmucker viel zu viel davon rede. Und wenn ich jetzt mal so gucke, war da eigentlich, da ist noch genug Raum. Aber mir fehlten so die Ideen. Und jetzt wird so, wo es so richtig kalt wird, ne, da kommen sie wieder. Und damit das Ganze ja auch ein bisschen Mehrwert für euch hat, ne? Wo ich hatte schon mal Facebook mal gefragt, was ist denn so Musik, die so richtig gut in, wir sind hier so mitten im Wald, passt. Und ihr habt so erstaunlich viel geantwortet. Ich glaube, so viel wurde noch nie reagiert. Irgendwie fast 110 Beiträge da innerhalb von kürzester Zeit. Was passt so dazu? Und ich weiß nicht, ob ihr mich da ein bisschen missverstanden hatte. Es ging mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier eine Anlage mitnehme oder hier einen schönen Ghetto-Blaster wie früher und dass wir hier Mucke hören, sondern so das, was man, wenn man dann zu Hause sitzt, ganz gut damit verbinde. Ne? Und ja, mir sind da so die Gedanken gekommen, so, man kann das eigentlich so ganz gut, ich sag mal, in 3 Passagen aufteilen. So, erstmal, es ist ja nicht sonderlich authentisch, jetzt zu sagen, ich setze mich da in den Wald und höre, ja, ich sag mal, Metal, also Musik mit E-Gitarren. Es ist ja schon authentischer, wenn du hier im Wald sitzt und sagst, Akustikklampe, ne? So, und dann gehen wir mal weiter, so Ambient und alles, was so, ja, Neofolk habt ihr auch so ein bisschen vorgeschlagen, das sind solche Sachen. Und ja, wenn man mal so guckt, ich glaube, so eins, das, der Alm, da haben wir auch noch nicht so oft drüber gesprochen, Empyreum, ne? Where at Night the Woodgrass Plays. Das ist so ein Album, wenn ich jetzt auch hier mal die Schnauze halte, einmal ein bisschen horch so. Der Kollege da hinten böllert schon und fängt schon an vorzubereiten. Ich mache hier den Faulen und sabbel in der Kamera. Ja, das ist so ein Album, das dieses Akustikalbum, diese Naturmystik, so ein Begriff, den er jetzt nicht, der Schwadorf nicht unbedingt geprägt hat, aber den er sehr häufig dann auch später benutzt hat. Ich glaube, zur Weiland zu der Zeit dann auch. Naja, das ist so Mucke, das passt so richtig hier. Wenn jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie spät das ist, ist eigentlich früher Nachmittag. Wir haben halt die Minusgrade, ihr seht halt ja hier Schnee und so weiter, aber es ist trocken. War ein bisschen meine, gesagt, so Hauptsache trocken, wenn es regnet, habe ich da keinen Bock drauf. Ja, so ein Lager haben wir gefunden. Der Kollege war hier wohl auch schon so ein paar Mal. Sieht auch, ich sag mal, schon sehr vorbereitet, luxuriös aus, ne? Was auch super passt, so Off the Wind and the Moon zum Beispiel. Ja, das ist auch Musik, die passt da richtig gut rein. Da kannst du sowieso aus den 90ern, jetzt, wenn man Teni, die Kauern, oder Oberon, die Mini-CD, ganz tolle Alben. Da kannst du jetzt den ganzen Katalog aus den 90ern von Prophecy nennen. Aber da möchte ich auch gar nicht zu viel zu sagen, weil da habe ich nämlich ein bisschen was in der Schublade. Ich habe sowieso so ein paar Sachen in der Schublade jetzt wieder. Ich hatte jetzt ein paar Wochen nicht so richtig Plan davon, was für Mucke-Listen man da mal zusammenstellen könnte. Und da gibt es doch mittlerweile so einiges. Habe da einiges gesammelt. Denk mal so Prophecy 90er, mal den Backkatalog checken. So, das ist eine Sache, weil ich es jetzt schon angesprochen habe, kann ich euch auch gleich sagen. Ne? Ja. Und Wardruna zum Beispiel, um mal was anderes zu nennen. Das ist natürlich auch das ganze
Runen, Raunen und hier im Wald. Und ich muss jetzt hier ein bisschen hier bei Tageslicht filmen, also ich will das jetzt nicht zu spät aufschieben, weil genauer genommen dömer ich jetzt hier auch nur rum, um nicht beim Lagerbauen zu helfen. Der Kollege guckt schon finster. Wartruna zum Beispiel, das ist auch eine tolle Sache. Da würde ich zwar schon mehr so ein bisschen mehr an der Küste bist vielleicht, das soll auch noch ganz gut passen, oder so am Wasser bist, finde ich, meine Meinung. Was ich neu entdeckt habe durch euch, Heilung. Auch so, schlägt in die gleiche Kerbe wie Wartruna, auch so Akustikgeschichten da und da habe ich nochmal eine ganz andere Empfehlung für euch. Bin da letztens drauf gestoßen. Wie ist das? Genau, True Detectives, die erste Staffel. Ist ja großartig. Also, wenn ihr nicht kennt, sei es viel zu, aber ich habe den Soundtrack noch entdeckt, gerade bei YouTube. Und da ist auch eine wunderbare, schöne, düstere Ambient-Geschichte. Und ich finde diese ganze Aura von dieser ersten Staffel, das ist ja auch so. Mega riesige Waldgebiete, so, das hast du natürlich in Deutschland gar nicht, ne? Also hier ist ja, das ist ja alles gepachtet so und du hast ja in Deutschland, wenn du halt mal wirklich raus willst und so sagst, du machst jetzt mal hier den Outdoor-Typen, ne? Wo gehst du da hin so? Also wir haben jetzt hier heute ein bisschen gefahren so, aber vor der Haustür haben wir jetzt so, jetzt habe ich auch ein bisschen Wald. Das hatte ich lange Jahre nicht. Ne? Also ich meine, die Zeit, als ich so in Hamburg gelebt habe, da war das nicht so einfach möglich, mal zu sagen, ich gehe jetzt mal wirklich in den Wald. Und was ich ganz vergessen habe, war Wondgraven. Ja, das Ding hier von Satyr, von Satyricon, die Fjelltron. Da ist so ein Ambient-Ding, was da damals so im Zuge mit Agast und Mortis erschienen ist. Das passt so richtig in dieses Waldding rein. Ne? So, also das muss ich sagen von der Atmosphäre. Ich werde auch, also wie gesagt, ich habe hier einiges an Listen jetzt liegen. Also eine Eis- und Schnee-Black-Metal-Folge kommt. Es kommt auf jeden Fall die Dungeon-Synth-Ambient-Geschichte. Darauf folgen wahrscheinlich, werde ich noch was über Synthwave und sowas machen. Aber das ist auch so eine Sache, die liegt auch in der Schublade, seitdem ich mit Krachmugger angefangen habe. Ja, das ist jetzt im Moment auch so ein Ding. Ich will da jetzt nicht groß jammern und da werde ich jetzt demnächst nochmal drauf eingehen. Es gibt mittlerweile halt Ideen, da brauche ich Zeit für. Und da muss ich auch vorbereiten. Und da komme ich in diesem Wochentakt nicht hinterher. So, da setze ich mich dann wieder zu spät für die Sache für nächsten Mittwoch ran. Ne? Und dann ist es Sonntag und jetzt wieder Montag. Also gestern wieder unter der Bettdecke gelegen. Ist wieder Montag. Morgen muss das Ding fertig sein, damit das Mittwoch wieder online ist. Ich muss mir echt überlegen, wie ich das so weiter durchziehen kann, damit das qualitativ und damit ich halt auch die Sendung so weiter durchziehen kann. Gut, aber dann dazu. Ich habe das so als kleine Anekdote auch ganz früher echt nie verstanden, so dieses Faszination Wald. So, ich war so der Großstadttyp, so, ne? Und dann in Hamburg und davor hier halt noch weiter an der Küste. Aber das Ding, als ich so Gehirn zwischen Wahn und Sinn zum Beispiel geschrieben habe, so, das wäre nie entstanden, wenn ich jetzt hier auf dem Dorf gewohnt hätte. Das war absoluter Großstadthorror. Aber halt auch Horror. Also da ja auch gemerkt, Großstadt, da tut auch nicht nur gut. Ich habe gesagt, man kann so diese Waldgeschichte schön in drei Passagen aufteilen. Und die erste war jetzt, dass ich gesagt habe, klar, also das ist natürlich authentischer, mit einer Akustikklampe am Lagerfeuer zu sitzen, als mit einer E-Gitarre. Ne? Auf der anderen Seite gibt es so Musik und es ist insbesondere Black Metal, der wunderbar, beziehungsweise eiseskalt, dieses Gefühl von tief im Wald vermittelt. Und da gibt es einfach eine ganze Reihe von Alben, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde. Und man kann das einmal unterteilen, wo es einfach thematisch darum geht. Und was ich auch finde, da haben mich auch einige drauf aufmerksam gemacht, so gerade dieser Lo-Fi-Black Metal, der passt auch super dazu. Also das wäre wahrscheinlich so eine Sache, kommen wir dann gleich zu, das kannst du dann im Ghetto Blast wahrscheinlich im Wald aufdrehen und wenn es frostig ist, so irgendwie, das passt zur Atmosphäre und dann hier der Nebel zieht noch vorbei. So, das Lager, ich sag mal im Hotel Adlon, da schläft man auch nicht besser. Hauptsache warm, ne? Und was ist das Wichtigste, wenn du im Wald bist? Richtig, Nummer vom Pizzaservice. Und damit die Pizza auch warm bleibt, musst du nachher ein bisschen Holz machen. So, und damit legen wir jetzt los.
einzige Bild auch nicht mal ein Balkenfeuer hatten. Ja. Das ist ein Feuer, das 1,50 Meter lang ist. In einem Graben. Ach, okay. Das geht direkt vor deinem Schlafplatz lang. Das musst du mal richtig beißen, dass da für Holz drauf geht. So, okay, das, um das mal zu zeigen hier. Sieht nach nichts aus, aber echt hier, ich glaube, in einer Stunde sind wir hier schon am Sägen und am Hacken. Und so geht das halt weiter. Ne? Das ist halt ordentlich Arbeit. Gelegentlich dabei mal einen Schluck. Aber erstmal heißt das halt Ackern, ne? So ist das. Gut, als erstes fällt mir da jetzt ein Ulva, die Bergtat. Die ist hier schon oft thematisiert worden. Das passt vom Cover-Artwork schon. Und inhaltlich, gut, ich habe mich jetzt inhaltlich, muss ich sagen, mit den Texten nicht auseinandergesetzt, aber allein wenn man es hört, ihr kennt ja diese Passage, wo du dieses über den Waldboden laufen, das Knacken der Äste hört und wo es dann plötzlich wieder weitergeht mit deinem Mucke. Ne? Also Ulva ist ja, wie gesagt, eine der ersten Black-Metal-Bands gewesen, ja, mit denen ich nicht konfrontiert worden bin, sondern die ich mir selber dazugelegt hatte. Die Dreierreihe, Enslaved Frost, Emperor and the Nightside Eclipse und Ulva Bergtat, das waren die ersten drei Black-Metal-CDs, die ich mir selber gekauft habe. Und die Ulva sticht natürlich sehr hervor. Jetzt auf der Bergtat dieser großartige Klagesang, der dieses Album zu etwas ganz Besonderem macht. So, und dieses, es ist Blastbeat, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Blastbeats nicht immer ein Gefühl von Schnelligkeit und Brutalität vermitteln müssen. Es ist ein ausgesprochen atmosphärisches, großartiges Album. So, schöner Abend im Wald ist natürlich auch nichts ohne schöne Pipe zu smoken hier. Das ist die alte hier von meinem Vater. Die hat er von seinem Bruder noch geschenkt gekriegt, also meinem Onkel. Ich rauche jetzt heute mal hier den Raven. Das ist ein hartes Ding. Da ist noch ein bisschen Latakia mit dabei. Wer gerne Pfeife raucht, weiß, was das heißt. Was rauchst du da heute? Den Old Dark Fired. Ja, sag mal was zu dem. Ja. Ist ein recht dunkler Virginia. Merkst du bei der Kälte ganz gut, dass der auch so ein bisschen läuft in der Pfeife. Wenn das wärmer ist, mag ich ihn nicht so gerne, aber so ist er recht gehaltvoll, der ist recht kräftig. Er läuft einfach. Oder Aggerloch, The Mantle. Auch wenn du dir das Cover-Artwork mal anguckst. Ich erinnere mich, wir sind da morgens dann eben los zum Auto und den Waldweg lang und plötzlich rannten da von links nach rechts die Rehe an uns vorbei. Jetzt kein Hirsch, kein Elch so, aber das war schon was. Und auch so dieses Nebulöse und das The Mantle-Album, was so unglaublich von dieser tollen Akustikgitarre gemischt mit diesem sehr melancholischer Black Metal kann man nicht sagen, stimmungsvoller, atmosphärischer Black Metal. Ich bin mit Aggerloch gar nicht so sehr vertraut, wie jetzt mit den späteren Sachen, die John Haugen gemacht hat mit Pelorien. Auch eine ganz tolle atmosphärische Sache, also das kann er. Aber Aggerloch The Mantle, so wenn du dieses Album anhörst, das hat auch dieses, eben nicht Black Metal brutale, sondern das hat dieses typische Black Metal atmosphärische. Warum ich jetzt in dieser Reihe einfach wahnsinnig viele Bands, eigentlich nur Bands aus dem Black Metal habe, wenn es um diese Waldgeschichte geht. Gut, da passt dann kein Judas Priest dazu, muss man mal sagen. So, und warum Black Metal hat jetzt so im Gegensatz zum Death Metal, um mal jetzt so zwei extreme Spielarten gegenüberzustellen, eben immer von Anfang an schon dieses Atmosphärische gehabt. Denken wir, zu Dark Souls kommen wir noch später, aber denken wir halt mal an die Blaze in the Northern Sky. So, das lebt von der Atmosphäre, nicht davon, wie etwas gespielt worden ist. Ne? Hier,
der Troll mit dem Album Kostoga. Ich bin mit den ersten drei Alben von Arcanum vertraut, so also die Fran Mada, die Kostoga und die Kampen. Danach, ich kenne sie mittlerweile, habe mir die Sachen gerade vor ein paar Wochen mal wieder ein bisschen drauf geschafft. Die sind anders. Das, da werden mir auch recht geben, alle, die jetzt Arcanum kennen und auch die, diesen Übergang. Das war früher alles wesentlich atmosphärischer und hatte ein ganz anderes, eine ganz andere Atmosphäre. Und bei der Kostoga finde ich ganz interessant. Ihr wisst, dass ihr, also die, die das Album kennen, das muss man wahnsinnig laut aufdrehen. Und ich meine mal gelesen zu haben, das hat er aus dem, der einzige Grund, warum er das gemacht hat, dass du dieses Album so wahnsinnig laut aufdrehen musst und das so eine ganz komische Produktion hat, ist, dass irgendwann im Laufe des Albums ja dieser Blitz-Donnerschlag kommt. Und damit der so richtig aufrüttelnd ist, wurde die Rest der Musik halt leiser gemacht. Ne? Ja, und dieses ganze Arcanum-Ding, na gut, das ist natürlich wirklich, das ist Wald, das ist, hört es euch an, also vor allem die Kostoga, das ist einfach ein unglaubliches, das ist ein Meilenstein. So, ne? So, ja, ich weiß, ich muss mal ein bisschen mehr so zur Musik sagen. Das ist so gewissermaßen ein urwüchsiger, räudigerer Black Metal, der dann aber auch wieder durch Einsatz von Geige, aber eben nicht so, weil es dadurch, dass das sehr roh produziert ist, kommt diese, hat diese Geige einen ganz anderen Touch, als wenn du jetzt so orchestralere Musik nimmst. Diese, da hat sie sowas ganz, ja, man muss es gehört haben, so. Ich erinnere mich auch auf diesem Kostoga-Album, ist so ein Ding, da setzt so die Geige ein, du denkst erst, das ist so ein Frauengesang und dann geht dieser Ton von der Geige weiter und es ist also sehr, sehr stimmungsvolles, gutes Album. In the Woods, Heart of the Ages, schrieb mir jemand so, dass er das Omnio-Album sehr gut findet. Und das wäre, glaube ich, auch so sein Einstieg zu In the Woods gewesen. Das klang auch so, das wäre das Einzige, was er kannte. Er hat ihm gesagt so, Alter, hör die Heart of the Ages. In the Woods, nun könnte ich jetzt so die Show so nennen. Ich weiß noch, ich habe noch keinen Namen für die Show, aber In the Woods, das Heart of the Ages, das ist auch wirklich eines. Hatte ja letztes Mal, so jetzt muss man langsam aufpassen, wenn ich das zu oft sage, aber unter den, ich sag mal, Top 20 besten Alben, so würde die wahrscheinlich für mich auftauchen. Das ist ein sehr atmosphärisches Album, was von einer, man muss Zeit haben für das Album, was aber auch von seinen Ausbrüchen lebt, einem unglaublich krassen Kreischgesang, aber dann wieder sehr ruhige Passagen und eine unglaubliche Stimmung. Und warum das Album auch, glaube ich, sogar noch mehr dazu passt, ich denke, da wird sich die Band auch was bei gedacht haben, wenn du natürlich das Booklet dir anguckst, wo sie halt alle im Wald um ein Lagerfeuer so sitzen. Also gut, und dann gibt's natürlich Sachen, prädestiniert dafür sind, so Wolves in the Throne Room. Da habe ich jetzt kein Album. Two Hunters, Diadem of 12 Stars, sowas in die Richtung. Also die leben ja auch, so wie ich das weiß, autark auf einer Farm als Selbstversorger. Und die Musik selber, die spiegelt halt auch dieses Atmosphärische wider. Jetzt sage ich so oft Atmosphärisches, es gibt so viele verschiedene Formen von Atmosphäre. Ne? Also weitere Show, die ich plane. Ach, das sage ich jetzt noch nicht. Auch ganz andere Sache. So. Aber dieses, ja, man hat immer so das Gefühl, es ist so eine Vertonung vom Rauschen, was du so im Wald hörst. So, und das Ganze eben noch musikalisch aufbereitet. Das ist so das Gefühl, meine ich so. Jetzt fange ich hier wieder mit dem Gefühl-Ding an. Nee, das ist so diese Stimmung, die das überträgt. Dieses Rauschen, wenn der Wind so durch die Blätter im Wald läuft, du dich einmal 360 Grad drehen kannst, du siehst einfach nur Bäume. So, und vielleicht scheint noch irgendwie die Sonne so schräg runter durch das Geäster und so weiter, keine Ahnung, das sieht unheimlich schön aus, so, und das ist so, ja, und wenn es dann so Dämmerung wird, so dieses Ding so vom Nachmittag zur Dämmerung, zur Dunkelheit, ja, weiß nicht, wenn man das so versuchen würde zu vertonen, dann wären das halt Sachen wie Heart of the Ages von In the World, wie Wolves in the Throne Room, ja. Das
das Album, das kenne ich auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Bergthron, verborgen in den Tiefen der Wälder. Das ist ein Song, der geht 33 Minuten. Und man kann das so abstempeln, das ist total billig. Oder man lässt sich darauf ein und es macht Klick und es ist großartig. So, es ist wirklich so ein Casio-Keyboard-Sound irgendwie und das ist auch sehr merkwürdig, aber wenn du diese 33 Minuten wirklich drauf einlässt, dann ist das echt, und das Cover-Artwork so, also manchmal sowieso, ich saß da auch am Wochenende dann so im Wald und auch gerade als die Dämmerung kam, du gucktest dich so um und irgendwie hattest du die ganze Zeit irgendwie hast du die ganze Zeit nur Black-Metal-Covers gesehen, so, ne, also... Oder mal was ganz anderes. Das passt überhaupt gar nicht eigentlich. Aber stellt euch das mal vor. Mitten im Wald, Dunkelheit und dann Sun. So die Boris Split oder irgendwas anderes. Dieser Drone, dieses Dröhnen, dieses einmal diese Gitarrenmann, dieses... Ja, so das was wahrscheinlich, wie heißt er, Malefic von Xastur nachempfunden hatte, das war auf einer anderen Veröffentlichung, als sie ihn entweder haben sie ihn in einen Sarg eingesperrt mit dem Mikrofon zusammen oder in einen ganz engen Raum, ja, auf jeden Fall Klaustrophobie und seinen Gesangspart hat er beigesteuert in dieser Kiste und das war schon räudiges Gekreische. Nee, aber stellt euch mal wirklich dieses basslastige Dröhnen vor. So, und da habe ich jetzt einen schönen Übergang. Jetzt kommen wir nämlich zum Lo-Fi. Und wenn ich jetzt alle vorherigen Bands und Veröffentlichen einordnen würde in so eine, ja, da versucht man eben die Stimmung des Weltlichen in einem Wald wiederzugeben, musikalisch, auch kreativ. Dann hast du jetzt auf der anderen Seite, und ich habe Darkthrone schon angesprochen, dann hast du Under a Funeral Moon. Und die Frage stelle ich euch einfach mal, weil ich bei den vorherigen Bands ist es etwas einfacher zu erklären. Da versucht jemand einfach eine bestimmte Stimmung, eine Atmosphäre einzufangen und künstlerisch zu verarbeiten. Warum finde ich gerade oder vielleicht auch einige andere diesen Lo-Fi Black Metal aller an der Funeral Moon jetzt erstmal so authentisch für Eiseskälte im Wald, von mir aus auch Vollmond hatten wir jetzt am Wochenende nicht, brauchst du auch nicht. Warum passt das so? Vielleicht weil der Sound der Gitarren so das einfängt, kann das sein? Darkthrone Under a Funeral Moon oder auch I Blaze in the Northern Sky. Das passt. Oder ein Album, also diesen Begriff unterbewertet, sollte man auch nicht zu häufig benutzen und ich kann es auch gar nicht beurteilen, aber ein Album, das ist wirklich hier Forgotten Woods, The Curse of Mankind. Also das sind, ich glaube, die können nicht unter 70 Minuten machen. Beziehungsweise das Ding geht 70 Minuten. Das ist auch so, dieses Kratzige, dieses Eigenwillige. Also die Forgotten Woods Jungs, das sind ja auch die von Joyless. Und auf späteren Alben sind sie ja noch mehr durchgedreht. Aber diese Curse of Mankind, sie ist traditionell mit Einfluss von Akustikgitarren, ruhigeren Parts, leicht, ich würde sogar sagen, Hippie. Ich will irgendjemanden hören, der Kafkaesque gesagt, aber dieses Hippie-eske Ding so, also die Curse of Mankind, wenn ihr die noch nicht kennt, na, das ist ein gutes Ding. Und ich habe ja vorhin schon von Vondgraven, von der Fjelltron gesprochen. Und jetzt gebe ich euch mal ein paar Sekunden Zeit. Welche Black Metal Band hat genau das gleiche Cover Artwork hier von Kittelsen benutzt? Na? Ja, klar. Das sind Capacian Forest mit dem Album Through Chasm Caves and Titan Woods. Eine unglaublich großartige Mini-CD. Meines Erachtens auch das Beste von Capacian Forest. Die Black Shining Leather würde ich noch mit dazu nehmen. Grundsätzlich sind die anderen Sachen auch wirklich gut, aber
die Mini-CD und die Black Shining Leather, das sind schon wirklich, das sind richtig gute Alben. Und warum ich die Chasm Caves so erwähne, Through the Cold Moors of Svartjärn ist der letzte Song von dem Album und den hört euch einfach mal an. Also den Song hört euch einfach mal an und denkt über alles nach, was ich so vorher gesagt habe, über dieses Vertonen einer Atmosphäre, über Lo-Fi und all diese Geschichten, weil ich glaube, dieser Song, der packt das alles zusammen, ne? Das passt jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut, aber irgendwie hatte ich das Album gleich im Sinn und ich möchte es einfach nennen, von Isengard, die Höstmörke. Ich finde das Album sowieso grandios. Das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Und wenn es nicht passt, wisst ihr was, dann mache ich jetzt einfach das Album der Woche draus. Von Darkthrone Fenris, der hat ja sein Nebenprojekt, neben übrigens auch Neptune Towers. Wie gesagt, ja, wir sprechen demnächst auch mal über die ganzen Dungeon-Geschichten, hat er eben auch Isengard. Und das ist so eine Sache, als ich das mal jemandem vorgespielt hat, der so gar nichts damit zu tun hat, mit so einer Mucke, der meinte, das klingt ja wie eher 80. Fand ich jetzt nicht so ganz, aber so durch diesen auch Clean-Gesang, wenn ihr Storm, die Norderwind nochmal mit dazu nehmt, da haben sie, ich weiß gar nicht, so tief drin bin ich in dem Thema nicht, ob sie da wirklich nordische, folkloristische Songs nachvertont haben mit E-Gitarre, aber halt alles mit Klargesang, übrigens auch super weiblicher Gesang mit dabei hier, die, na, ist das die von Third and the Mortal, ist sie es? Das war mein Wochenende. Warum macht man sowas? Also zum einen ist es unglaublich schön und es macht sehr, sehr viel Spaß, in den Wald zu gehen, Holz zu machen, sich mit seinem Kollegen zu unterhalten. Da kommen ja auch nochmal ganz andere Gespräche so hoch, wenn man da so zu zweit sitzt. Danach am Lagerfeuer sitzen, wie er so schön sagte, als das Feuer da so brannte, das können auch nur Männer, ne? So stundenlang einfach nur ins Feuer gucken. So Frauen gucken da, ja, Feuer. Ja, da gibt zwei Aspekte, warum man sowas macht. Das eine, das ist der angenehme, das ist der am Lagerfeuer. Ja, und das andere ist dann die Herausforderung. So, das, wovon man zehrt, wenn man endlich wieder zu Hause im Warmen ist. Wenn es dann finster ist, wenn man müde wird, wenn es dann ab in den Schlafsack geht. Ein Zelt hatten wir gar nicht, sondern unseren Verschlag, habt ihr da ja gesehen. Ja, und die Leute sagen ja immer hier, Ernie, du bist ja so ein knallharter Typ, ne? Aber ich sag's euch, alter Schwede, was hab ich gelitten. Ich hab da auch irgendwann einfach aufgehört zu filmen. Also wir haben dann irgendwann am Lagerfeuer gesessen und einfach geschnackt so und hatte ich auch keine Lust, da jetzt noch irgendwie als Großes für die Sendung zu machen. Da ging's dann auch einfach ein bisschen hier um die Zeit da zusammen und ich hab das Bild morgens noch gemacht. Ihr seht das da, es war der absolute Horror. Also ich kann das auch nicht schönreden. Es war absoluter Horror. Ich bin nachts um 3 aufgewacht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich dann bis um 7 Uhr, wo es dann hell wurde, kein Auge mehr zugemacht habe. Bin dann trotzdem immer mal eingeschlafen, bin von meinem eigenen Schnarchen wach geworden. Ich habe mich bis in die Tiefen des Schlafsacks verzogen und irgendwann an meinen Kopf gepasst und da war Eis dran. Und nee, also das war nicht schön so, ne? Und dann kommst du nach Hause, ist fix und fertig, stellt sich unter die Dusche. Ja, Knast, aber irgendwie bist du da dann auch so ein Ticken mal stolz auf dich. So, ne? Dann kannst du auch sagen, ein bisschen was erlebt am Wochenende. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Nehmen wir gleich mal einen. Ich würde mal sagen, wir brauchen definitiv Feuer.